Der Kryptomarkt, der ist zurzeit komplett überhyped. Ich glaube, dass 98% aller Menschen, die sich in diesem Markt aufhalten, keine Ahnung haben, um was es eigentlich geht und sehen nur das schnelle Geld. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Patrick. Dieses ganze Video ist bewusst provokativ gewählt. Es soll vielleicht für den einen oder die andere dann auch ein Augenöffner sein, so hoffe ich es das zumindest. Nämlich indem ich erkläre, um was es eigentlich geht und was vor allem momentan in diesem Markt abgeht. Wir haben ein bisschen eine Wild-West-Stimmung. Das ist natürlich klar, dass dann auch die Gesetzeshüter, die Regulatoren und so weiter auf den Plan kommen. Da haben wir natürlich das ganze FOMO, das FAT. Also FOMO ist ja quasi die Angst, etwas zu verpassen. FAT ist dann mehr die Angst, dann etwas zu verlieren. Und ich denke, da ist es einfach klar, dass dann auch noch die Medien auf den Zug aufspringen, die das Ganze zum Teil dann auch schlecht reden. Es gibt natürlich auch Medien, die relativ neutral darüber berichten, aber sobald irgendwas von den Banken oder so herkommt, ist natürlich das Ganze wiederum ein bisschen negativ behaftet. Aber ich denke, wir schauen uns doch das Ganze nach dem Intro an. Eines gleich vorweg, hier das Ganze nicht missverstehen. Ich glaube an die Technologie und ich glaube auch an Kryptowährungen und ich glaube an ICOs, die ganzen Smart-Contract-Geschichten und ich bin überzeugt, dass das unsere Welt verändern wird. Das ist eine Wirtschaftsrevolution 4.0, wenn man so möchte. Also das ist eigentlich eine Evolution, eine Weiterentwicklung von uns Menschen, der Gesellschaft, der Wirtschaft. Und es ist auch eine Revolution, nämlich da viele Menschen jetzt hier in dieser ganzen Kryptowelt ja eine Chance sehen. Aber es gibt natürlich dann auch sehr viele Spekulanten. Klar, die gibt es überall, die haben wir seit es Börsen gibt. Spekulation ist etwas Alltägliches, ist jetzt nicht irgendwie negativ, hat auch nichts mit der Kryptowelt zu tun. Und dann gibt es aber natürlich auch sehr viele, die das ausnutzen. Die versuchen Menschen, die einfach sehen, wie schnell man hier theoretisch Geld verdienen könnte, zu locken mit Angeboten, mit schönen Webseiten, Whitepaper und so weiter und die quasi dann das Geld aus der Tasche ziehen. Das zieht das Ganze natürlich dann auch an. Und hier kommen natürlich dann die Regulatoren zurecht und wollen dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Es hat natürlich immer zwei Seiten. Es gibt natürlich die, die das regulieren wollen, weil sie natürlich möglichst dann wieder ein großes Stück des Kuchen abhaben möchten. Das stehen natürlich dann auch die Banken dahinter, die haben natürlich auch Interesse. Es gibt sehr, sehr viele Interessen, aber dass es seit es der Mensch gibt, ist das immer schon so gewesen, dass es einfach viele Interessengruppen gibt und die haben immer etwas anderes im Sinn mit dieser Technologie. Und genau um das geht es eigentlich jetzt. Aber ich denke mal, bevor wir hier loslegen, schauen wir uns mal an, was es denn da eigentlich für Ausdrücke gibt, wie das zu verstehen ist und weshalb das eigentlich vor allem in diesem sehr, sehr jungen Kryptomarkt eine Rolle spielt. Ich denke, ich schreibe mir das Ganze mal auf. Ich mache hier einen neuen Notepad auf. Moment. So, also. Ja, im Titel habt ihr es schon gelesen. Ich habe hier mehrere Ausdrücke gebracht, die eigentlich momentan in diesem überhypten Markt eine große Rolle spielen. Also ich denke, das erste Mal ist FOMO. Das heißt eigentlich nichts weiter als Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und ich denke, wenn wir nur schon den Bitcoin-Preis uns anschauen, ist das ja klar. Ich meine, er ist, ich sage mal, im Januar 2017 ist er aufgerundet bei 1000 Dollar gestanden. Heute ist er bei 13.000 irgendwas. Und zwischenzeitlich war er über 20.000. Es gibt Länder, bei denen war er sogar mal kurzfristig bei über 30.000. Und das ist natürlich klar, dass das viele Menschen auch mitbekommen. Es wird ja dann auch in den Medien gebracht. Und da sind natürlich die Menschen. Und die denken natürlich, ja scheiße, ich muss da mitmachen, weil das kann mein Leben verändern. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sehen dann nur das Geld. Und ich denke, bei Menschen, die das wirklich brauchen, die vielleicht in einer Situation sind, bei dem, ich sag mal, Ende Monat gar nichts mehr oder kaum was übrig bleibt,
Es gibt viele Menschen, die haben kaum genug zu essen. Gehen wir nur mal auf Venezuela, Simbabwe und so weiter, in diesen Ländern, wo ja quasi die Regierung, die Staatsbanken und so weiter komplett versagen. Da ist es natürlich ganz eine andere Geschichte dann. Und das treibt natürlich dann die Menschen, sage jetzt mal, zu Recht in diesen Markt. Wobei das auch ein relativ gefährlicher Markt ist. Aber ich denke mal, das ist wie immer, wenn der Netzwerkeffekt entsteht und viele Menschen hineinkommen, dann ist natürlich auch die Rede von einem Hype, von einer Blase und so weiter. Und das Ganze hat eben dann mit FOMO zu tun. Und deshalb geht die Kurve dann auch so extrem steil nach oben. Ich tue das mal ein bisschen weg hier. Genau, das sehen wir auch. Das ist die Marktkapitalisierung vom gesamten Kryptomarkt hier. Und hier sehen wir eigentlich, dass vom Januar waren wir irgendwie bei 16, 17 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Wir gingen rauf bis auf 813 Milliarden, sind jetzt bei 703 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich eine Riesensumme, wenn wir uns das anschauen. Aber eines gleich vorweg, verglichen mit der Dotcom-Blase oder sonstigen Blasen ist das noch immer nichts. Also hier ist klar, Riesenhype, viele Interessengruppen, die da drin sind, die da Geld investieren, die da eine Chance sehen, sehr viele auch, die halt, weil im Moment, ich sage es offen, ein bisschen eine Wild-West-Stimmung herrscht, natürlich das Ganze auch zum Anlass nehmen, zum den Leuten eben Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber da kommen wir dann gleich noch hin dazu. Also wir haben FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Dann haben wir hier FUD. Das ist Fear, Uncertainty and Doubt. Also hier geht es darum, dass man dann eben mehr Angst hat, wieder das Geld zu verlieren, das man hier gewonnen hat durch den Anstieg. Das meiste hier ist natürlich durch Fake News getrieben oder halt einfach auch durch Interessengruppen, die irgend gegen was sprechen und die dann natürlich sagen, ja, die Regierung kommt, die macht alles dicht und ihr könnt das nicht mehr benutzen. Dann gibt es natürlich auch Bestätigung von solchen Berichten, dass China zum Beispiel das Tradingverband hat, Kryptowährung und so weiter verboten hat. Dann das Neueste war natürlich, dass Südkorea dasselbe vorhat. Das hat sich dann aber als Fake News herausgestellt. Und da kommt natürlich dann eben diese Angst, wieder alles zu verlieren, ins Spiel. Und hier, wie gesagt, das sind die Interessengruppen. Die einen wollen die Menschen schützen, die anderen wollen einfach so viel Geld wie möglich machen damit. Ja, ich meine, ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, ihr seid doch alle Idioten, weshalb investiert ihr hier überhaupt in diese Welt? Das ist alles nur gesteuert, um uns noch mehr zu versklaven. Ich denke, man darf das nicht schwarz-weiß sehen. Das ist ganz wichtig. Egal, was man im Leben macht, wenn man nur schwarz-weiß denkt, dann ist man entweder komplett ängstlich und erreicht gar nichts im Leben, oder man ist einfach nur gierig und ja, das kann auch nach hinten losgehen. Ich denke, man muss hier immer einen Konsensus finden, immer was in der Mitte, das zwischen FOMO und FUD liegt. Ich will mal sagen, das beste deutschsprachige Beispiel, das ich kenne, ist der Julian Hosp. Der Julian, der ist wirklich jemand, der glaubt an die ganze Kryptowelt, ICOs, Bitcoin und Co., Kryptowährungen. Und der glaubt aber eben auch an eine gewisse Zentralisierung, an eben, dass es Banken trotzdem irgendwie noch braucht, dass wir aber trotzdem freier werden können. Das können wir aber nicht, wenn wir schwarz-weiß denken, wenn wir nur mit FOMO und FUD arbeiten. Denn da braucht es Menschen wie eben den Julian, der auch das Gespräch sucht mit den Behörden, Regierungen, mit den Banken und so weiter. Und hier einfach schaut, was kann man machen. Ich denke, es ist blauäugig zu denken, dass diese Revolution, was ja auch eine Revolution ist, alle Banken abschaffen wird und dass wir dann alle frei sind und genug Geld haben. Das funktioniert nicht, weil der Mensch ist getrieben von Angst und Gier. Und das ist in jedem Menschen drin. Solche Menschen wie Mutter Teresa, das gibt es, ich weiß, das ist ein bisschen wie ein Lotto-Sechser, wie ein Sechser im Lotto. Und das ist utopisch, wenn man daran glaubt, dass es irgendwann allen gut gehen wird, wegen jetzt zum Beispiel dem Bitcoin. Es gibt immer Leute, die werden viel mehr Geld haben als andere Leute. Aber die Blockchain-Technologie, die macht sehr vieles transparent und
Es ist die Chance, die wir Menschen haben, damit es uns allen noch ein bisschen besser geht. Und ich denke, daran müssen wir glauben. Und das können wir aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir nicht etwas verteufeln oder etwas in den Himmel loben, sondern weil, wenn wir ein bisschen unser Hirn einschalten, ein bisschen schauen, ja, was kann man daraus machen, was ist das Beste, was wir daraus machen können. Eines aber auch ganz klar, wer hier von Anfang an dabei ist, gehört, ja, wenn man so will, zu den Gewinnern, zu den richtigen Gewinnern. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein doofer Ausdruck, weil ich meine, was heißt denn das? Das sind die, die schlussendlich am meisten Geld haben. Das sind aber auch die, die das Risiko eingegangen sind. Das muss man auch klar sehen. Wenn man ein Risiko eingeht und seine Angst überwindet, weil ich meine, ein Risiko heißt ja immer, ich kann alles verlieren. Und das ist die Angst. Und die Angst ist ja die stärkere Kraft beim Menschen als die Freude oder die Aussicht auf eine Belohnung. Und deshalb ist ja auch der Grund, weshalb bei solchen Technologien, wie jetzt eben, ich sag mal, die Kryptowährung, Tokens und so weiter, nur wenige gewinnen oder, ja, eben, wie gesagt, ein blöder Ausdruck, aber nur wenige viel Geld am Ende haben, weil die können die Angst überwinden und die sagen sich, hey, ich sehe hier eine Chance und ich stecke hier alles oder vieles hinein und ja, die werden dann gewinnen, weil ich meine, diese Technologie ist nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft nur noch ICOs geben wird, kaum mehr irgendwelche IPOs. Und ich bin auch überzeugt, dass wir alle irgendwann nur noch mit dem Handy, also nur noch mit dem Smartphone oder sonst irgendwelchen vielleicht noch besseren Technologien bezahlen werden und nicht mehr und quasi nicht mehr unbedingt ein Bankkonto haben. Das werden sicher nicht alle haben, viele werden vielleicht noch so eine Art Bankkonto haben, aber ich bin überzeugt, dass diese Technologie, diese Evolution und Revolution sich durchsetzen werden. Gut, dann haben wir natürlich den Hype, das ist ganz klar, was das ist. Da müssen wir uns nur diese Kurve anschauen. Das hier ist natürlich auch ein Hype, nicht nur, ganz wichtig. Es wird uns immer erzählt, das ist nur eine Blase und das ist alles nur quasi heiße Luft hier, aber hier ist Technologie. Hier hat es sehr viele Startups drin. Ich meine, die Internetblase ist ja auch geplatzt, aber sie hat uns ein Riesengeschenk übrig gelassen. Sie hat uns das Internet, wie wir es heute kennen, überlassen. Sie hat Amazon, Google, Apple und so weiter hervorgebracht und das sind alles Firmen, die auch aus sowas entstanden sind. Sowas, so ein Hype ist extrem wichtig für den Durchbruch einer Technologie und etwas, das quasi unser Leben auch verändert. Das ist wichtig, gäbe es das nicht, dann wäre das Ganze ja irrelevant, dann würde das ja niemand interessieren und das heißt, das würde auch nie kommen. Aber sowas hier ist eigentlich die Garantie dafür, dass sich das Ganze durchsetzen wird. Angst und Gier muss ich nicht aufschreiben, das hat immer was mit Angst und Gier zu tun. Das sind nun mal die Urtriebkräfte von uns Menschen. Dann haben wir Pump und Dump. Ich schreibe mal beides hier rein. Pump und Dump, das zeige ich euch kurz. Das ist zum Beispiel so eine Grafik. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das hier Pump and Dump war, aber hier geht es eigentlich um das schnelle Geld. Hier geht es um Gruppen, die sich organisieren, sei das in Facebook, in Telegram. Telegram ist eigentlich das, was am meisten verwendet wird. Auch Twitter kann es sein oder eben auch YouTube kann das Ganze hervorbringen. Hier ist es eigentlich so, wenn wir aber das klassische Pump and Dump nehmen, das ist, wenn ihr irgendwo in Foren, in Telegram, in Twitter, in YouTube und so weiter hört, dass irgendjemand oder mehrere YouTuber oder in Telegram-Gruppen von einem Coin gesprochen wird und die sagen dann, ja, wenn du in diesen Coin jetzt investierst oder in diesen Token, dann wirst du in der kürzester Zeit reich, weil das ist die Technologie, die wird kommen, die wird alles in den Schatten stellen, bla bla bla. Und wenn natürlich dann diese Videos hier meistens zeitgleich ausgestrahlt werden, weil irgendeiner fängt an, die anderen plappern nach, dann wird hier gekauft wie verrückt. Als würde es keinen Morgen geben, denn alle denken, jawohl, das ist es. Der hat gesagt, diese Top 5 Coin, die gehen rauf.
und ich muss das sofort einschränken. Und dann kann es sein, dass es hier solche Peaks gibt. Und irgendwann sind dann die, die hier das Ganze, ja, ich sage jetzt vielleicht geplant haben, ich will da niemandem was unterstellen, sind sicher nicht alle. Einige davon sind schon echt und glauben natürlich auch, dass das die Technologie ist, die sich durchsetzen wird, dass das die Unternehmung ist, die das schaffen wird in diesem ganzen Markt. Aber ich sage mal, gerade wenn man von Telegram-Gruppen spricht, dann geht es natürlich darum, dass die Organisatoren von dem Ganzen, die kaufen sich hier unten ein. Die machen das dann bewusst. Gehen wir mal ein bisschen weg von YouTube, gehen wir zu einer Telegram-Gruppe, die vielleicht so 20.000, 30.000 Mitglieder hat und da ist irgendeiner oder vielleicht zwei, drei Leute, die schreiben, hey, irgendwie in 2 Stunden wird dieser Coin abgehen wie eine Rakete. Und dann kommt noch eine Meldung in einer halben Stunde, in 10 Minuten, in 3 Minuten, jetzt. Und dann gehen die Leute rein und kaufen. Und dann passiert das hier. Der Kurs schießt nach oben. Was machen die anderen, die das sind? Die kaufen sofort. Das ist dann FOMO, Fear of Missing Out. Die gehen dann hin und kaufen, sagen, man, der Coin geht ab und so, das ist ja extrem. Ich muss kaufen, ich will da dabei sein, ich will da Geld verdienen. Und was dann aber die Organisatoren machen, die verkaufen hier auf der Strecke nach oben immer wieder Teilstücke weg, weil die wissen ja nicht, wie hoch es geht, das weiß keiner, weil irgendwann geht das Ding an Anschlag rauf und dann kommen mehr Verkäufer sind im Markt als Käufer. Weil dann kommen die, die sagen, das ist ein bisschen heiß jetzt, so viel, so schnell und so hoch gestiegen, das kann nicht gut gehen, das muss wieder runtergehen. Und dann fangen sie an zu verkaufen. Das ist dann, aber bis dann sind die, die das Ganze organisiert haben und die auch die anderen, die ziemlich clever sind, wobei clever muss man da nicht sein, wenn man mal weiß, wie das funktioniert, ist das keine wirklich Hexenarbeit. Die verkaufen natürlich schon viel früher. Die haben dann vielleicht nicht irgendwie 200, 300, 500% gemacht. Die haben vielleicht dann 100, 150% gemacht. Aber meine, wenn man das immer wieder macht, ja, kann man sich ausrechnen. Und da kommen natürlich die Unwissenden, die kommen immer noch rein. So lange geht das ja auch nach oben. Und dann wird eben abverkauft. Und dann kommt FAT. Da kommt die Angst, alles zu verlieren. Und dann fangen alle an zu verkaufen. Da gibt es vielleicht hier solche, die sagen, oh, jetzt ist er wieder fast 50% nach unten gegangen. Ich kaufe da wieder, da wird dann wieder raufgehen. Das sind die ganzen, die gar nicht mitbekommen haben, dass es hier eigentlich nur eine Pump-and-Dump-Gruppe war, nur ein kurzfristiger Hype, der geschürt worden ist. Die merken dann irgendwann, oh Mist, das geht da doch nur nach unten. Die verkaufen dann wieder. Und irgendwann ist dann die Kettenreaktion so groß, dass alle anfangen zu verkaufen. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass meistens nur die Organisatoren an diesem Ganzen gewinnen. Und das sind vielleicht 10%, 20% noch Leute, die wissen, wie sowas funktioniert. Und die gewinnen hier. Und der Rest, 80-90%, die verlieren nur Geld, weil sie zu hoch einsteigen, weil sie zu spät aussteigen und so weiter. Das wäre dann eben das Thema Pump and Dump. Dann haben wir natürlich noch die Spekulation. Ist nichts Negatives. Spekulation gibt es, wie gesagt, seit es Markt gibt, seit es Börse gibt. Spekulation muss man noch richtig schreiben, ja. Und dann gibt es natürlich noch den echten Wert. So. Spekulation ist klar, das ist natürlich einfach die Spekulation darauf, dass ich günstig kaufe und irgendwann dann, weil der Kurs so enorm nach oben geht, wieder verkaufen kann und oder am besten drin bleibe und mit diesem gesteigerten Wert dann mir irgendwelche Häuser, Autos, weiß ich was kaufen kann oder einfach ein Polster für als Altersvorsorge und so weiter. Das ist natürlich hier alles drin mit der Spekulation. Und natürlich dann die Profi-Spekulanten, die dann eben hier auch natürlich sehen, welches Potenzial das Ganze hat, die eben auch an die Zukunft der Blockchain und der Technologie rundherum dann auch glauben. Das ist klar. Dann gibt es den echten Wert. Das ist ein bisschen schwierig zu ermitteln, sowas. Gerade in einem so volatilen Markt, wo es eigentlich auch eben noch eine kleine nur eine kleine Marktkapitalisierung gibt, ist der echte Wert, sagen wir zum Beispiel mal von Bitcoin zu bestimmen, relativ schwierig.
Aber ich denke, man kann gut sagen, dass momentan wohl der echte Wert eher bei, ich sag mal, bei 5.000 bis 8.000 Dollar liegt für einen Bitcoin und nicht vielleicht bei 13.000 bis 20.000 Dollar. Aber es ist natürlich klar, wenn jetzt zum Beispiel Lightning kommt und RSK, also Lightning, da werden dann die Transaktionen extrem viel schneller. Man sagt unter einer Sekunde pro Transaktion. Die Transaktionsgebühren sollen dann auch nur noch ein paar Cent ausmachen und nicht mehr irgendwie 15, 20 Dollar. Und das würde natürlich dann die Akzeptanz des Bitcoins enorm steigern. Da würden dann sehr viele Shops und Händler werden dann wieder dazu übergehen und den Bitcoin auch akzeptieren. Und dann geht natürlich der Preis des Bitcoins auch wieder extrem nach oben. Dann ist der echte Wert des Bitcoins zum Beispiel, ist dann sicher wieder gerechtfertigt und dann wird dann auch die Marktkapitalisierung entsprechend steigen und somit dann auch eben die Stabilität des Marktes dann verbessert. Bezüglich Pump und Dump, ich habe noch gesagt, dass es in YouTube einige gibt, die eben das Ganze auch verwenden, um vielleicht eben ihre Coins zu hypen. Ja. Und andere natürlich auch, die wirklich daran glauben, dass gewisse Coins oder Tokens auch Wert haben, weil sie einfach sehen, dass das Startup, was dahinter ist, gute Arbeit leistet, dass es ein reelles Problem löst und dass es von den Massen akzeptiert werden könnte. Und dann hat das Ganze natürlich auch Potenzial. Ich sage mal, viele hier wissen aber leider gar nicht, wovon sie reden. Das merkt man, wenn man ihnen zuhört. Da gibt es aber auch Leute wie ihn hier. Ich habe zum Glück sein Video geschaut, denn ich habe zuerst gedacht, schon wieder so einer. Weil, ja, ich meine, ihr seht es hier, Top 5 Coins 2018, die explodieren, musst du dir unbedingt anschauen. Sie hier sagt irgendwie, diese 5 Coins können dich reich machen, wobei sie spricht hier von Coins, die meisten davon sind aber eigentlich Tokens, das ist eine andere Geschichte. Und so weiter und so fort. That will you make rich und. Leute, schaut euch solche Videos einfach nicht an. Könnt ihr gerade vergessen. Es kann keiner wissen, was passieren wird. Keiner weiß, wohin der Markt geht. Keiner weiß, welcher Token, welcher Coin euch reich macht. Und deshalb spart euch die Zeit. Und verwendet die Zeit lieber, anstatt solche Videos zu schauen, zum Beispiel mit irgendwelcher Literatur zu lesen über den Bitcoin, wie funktioniert das technisch, was ist eine Blockchain, wie funktioniert die, welches Potenzial hat das Ganze. Das ist viel wichtiger als hier sowas, denn ich kann euch sagen, die meisten Menschen werden hier Geld verlieren. Aber es gibt ein großes Aber. Was natürlich auch ist, wenn alle YouTuber hier von den gleichen Tokens und Coins sprechen, ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also diese Coins und Tokens, die werden steigen. Das ist ganz klar, weil die meisten Menschen schauen sich diese Videos an und da kommt eben wieder der FOMO-Gedanke oder auch die Gier vor allem, die dann einfach sagt oder die eine Chance darin sehen und sagen, hey, wenn ich das hier kaufe, dann habe ich eine Chance auf ein unabhängiges, freies Leben. Wenn ich nur schon 1.000, 2.000 Euro investieren kann, dann könnte ich Millionär werden. Jetzt kommt aber das Problem. Das wird alles steigen. Die Leute werden das sehen. Die werden sehen, der hat recht gehabt. Ich muss dem wieder zuschauen. Und weil viele Menschen diesen Coin, diesen Token kaufen, wird der eben nach oben gehen. Aber das ist nicht der wahre Wert. Das ist das große Problem. Und jetzt kommt es wieder wie bei den Pump- und Dump-Gruppen, wie hier schon gesagt in der Grafik darauf an, wann steigt ihr hier aus? Also ich kann euch ehrlich sagen, ich gehe schon gar nicht hier rein, weil ich schaue mir diese ganzen Tokens und Coins, schaue ich mir selber an. Ich habe die, sagen wir mal, die Top 5 schaue ich mir an, eigentlich nur Bitcoin und Ethereum, das sind eigentlich die einzigen zwei, weil die einfach schon lange am Markt sind, weil die wirklich einen Use Case haben. Und alles das andere hier, das mache ich gar nicht. Ich schaue mir Startups an, die ICOs, Token Sales und so weiter generieren, schaue mir das Ganze an, analysiere, aber das sind nur sehr wenige. Das sind nicht irgendwie 50 ICOs, bei denen ich dabei bin, weil ich kann das gar nicht von der Zeit her. Wenn ich in einen ICO investiere, dann schaue ich mir diese ganzen Dinger zuerst an, analysiere, schaue natürlich auch Video, schaue mir vor allem an, wie
Wie sprechen die Leute in dem Video? Wissen sie überhaupt, von was sie da sprechen? Wie kommen sie rüber? Wie präsentieren sie sich? Kann es sein, dass die ehrlich sind? Wie ist das Team dahinter? Und so weiter. Und das braucht enorm viel Zeit. Und es gibt sehr wenig ICOs, in die ich dann auch investiere. Aber auch da ist natürlich immer ein Risiko. Ich kann alles verlieren. Das ist einfach klar. So, kommen wir aber nochmal zu ihm da. Es ist nicht so, wie der Titel sagt. Er sagt genau eigentlich etwas Ähnliches, wie ich euch jetzt hier erzähle. Er sagt euch genau, weshalb das eben auch schlecht ist, dass diese Videos gemacht werden. Also der hier, der Duke, der ist wirklich ein Top-Typ. Dem kann man wirklich zuschauen. Ich kann den nur empfehlen. Ist zwar Englisch, aber er ist einer, der weiß, von was er spricht, der auch auf dem Boden bleibt und der das Ganze halt auch ein bisschen kritisch dann hinterfragt. Aber die meisten anderen da, ja, die haben weder eine Ahnung, was es hier eigentlich geht. Und das ist eben das Gefährliche, die gefährliche Mischung. Leute, die gar keine Ahnung haben, die ganz neue sind, die hören dann eben diesen Leuten zu. Die sehen natürlich auch, wow, 57.000 Subscriber, 78.000 haben das gesehen und so weiter. Und dann seht ihr auch schon, bei ihr zum Beispiel haben 451.000 haben dieses Video gesehen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wenn nur schon die Hälfte in diese Coins investiert, na, die gehen nach oben, ist ja klar. Obwohl diese Coins und Tokens wahrscheinlich nicht einmal annähernd diesen Wert überhaupt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das nur einfach, dass ich das euch auch zeigen kann, um was es hier eigentlich geht und dass einfach solche Videos, ja, würde ich einfach meiden. Schaut lieber solche Videos wie vom Julian Hosp zum Beispiel hier. Da habt ihr seriöse Berichterstattungen. Er ist eben auch einer, der beide Seiten zeigt. Er zeigt die alte und die neue Welt. Macht ja auch mit 10x die Verbindung zwischen diesen beiden Welten. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Solche Leute helfen eben auch dabei, dass das ganze Thema einen Durchbruch erreichen wird und dass das auch dann von allen Gruppen akzeptiert wird schlussendlich. Oh, fast noch vergessen, was es natürlich auch noch gibt, nebst denen gibt es natürlich die, die hier die schönen Chart-Analysen machen und dann natürlich immer sagen, ja, jetzt geht es dann wieder rauf, jetzt müsst ihr dann kaufen, seht ihr hier Chartbild, zum Beispiel hier, jetzt sind wir wieder ganz unten, hier kann man einkaufen, die haben dann diese ganzen Analyse-Tools drin, diese Indikatoren und so weiter. Das ist aber ganz wichtig. Erstens ist das immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Kein Mensch kann wissen, ob ein Kurs rauf oder runter geht. Das ist schlicht unmöglich. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das jemand wüsste und wirklich könnte, dann wäre er nicht hier, dann würde er keine Videos machen. Dann wäre er irgendwo auf seiner Insel und hätte irgendwann alles Geld der Welt. Aber das gibt es nun mal nicht. Jeder verliert auch. Ganz, ganz wichtig. Man sieht in diesen ganzen Medien meistens nur die Leute, die gewinnen. Aber die 98 oder 95%, die verlieren, die sieht man nie. Und auch die, die gewinnen, sagen nie, wie viel sie verlieren. Das ist ganz wichtig zu merken. Und auch hier ist wieder die Geschichte mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, da ja die meisten dieselben Indikatoren verwenden, dass die auf die gleichen Indikatoren schauen und dass sie eben auch nach den gleichen Regeln traden. Ist es klar, dass der Markt auch nach oben geht, wenn die Signale stimmen, weil dann stimmen diese Signale für fast alle Trader und dann gehen alle hin und kaufen oder verkaufen. Und deshalb tritt das meistens auch ein, was die dort erzählen. Das ist eigentlich ein bisschen wie Warren Buffett. Ich meine, Warren Buffett hält ja zum Beispiel gar nichts von Bitcoin und Kryptowährungen. Ja, man kann jetzt sagen, der ist halt ein Dinosaurier, der ist in einer anderen Welt und das ist nichts mehr für ihn, glaube ich persönlich auch. Aber er weiß natürlich schon ein bisschen, wovon er spricht, weil wobei man auch hier immer sagen muss, in der Finanzwelt, in der klassischen Finanzwelt, ist natürlich ein Mensch wie der Warren Buffett der größte Influencer überhaupt. Das heißt, wenn er eine Aussage macht, dann werden die meisten Menschen, zumindest in der klassischen Börsenwelt, werden ihm folgen. Doch das gehört dann wieder zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Also hier muss man ganz klar sehen, die Influencer auf YouTube, auf Twitter, Facebook, Telegram und so weiter, die können den Markt und die steuern den Markt ganz klar.
Gleiches gilt natürlich auch für jemand wie den Warren Buffett, der eben den klassischen Markt dann eben auch steuert mit seinen Aussagen. Hier kann man sich immer fragen, ja, ist der wirklich so genial, wie man sagt? Natürlich, ich bin der Meinung, zumindest der Warren, der ist so genial, wie man sagt, aber er hat natürlich auch einen Ruf und wenn er eine Aussage macht, hat die ein hohes Gewicht und dann trifft das, was er sagt, natürlich ein. Das muss man auch ganz klar sehen. Okay, dann fassen wir doch nochmals zusammen. Wir haben hier diese Ausdrücke gehabt. FOMO, FAD, Hype, Pump, Dump, Spekulation, echter Wert. FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Dann FAD eben die Angst, etwas zu verlieren. Der Hype ist ganz klar, das kennen wir alle. Pump und Dump, das ist eben, ich finde das zum Beispiel eine ganz, ganz schlechte Entwicklung in diesem Markt, dass man eben sich verabredet und dann solche Grafiken hier erzeugt im Markt und viele verlieren natürlich dadurch Geld. Dann die Spekulation, dass auch das gibt so, seit es Märkte gibt. Und dann natürlich der echte Wert, was hat das Ganze wirklich für einen Wert? Ist die Marktkapitalisierung gerechtfertigt oder nicht? Hat der einzelne Token oder Coin auch den Wert oder eben nicht? Und ich denke, da wir hier eben viel Hype und so haben, ist der echte Wert bestimmt wesentlich tiefer, als eben das Ganze auch gemäß Marktkapitalisierung dann auch hat. Dann seid sehr vorsichtig mit YouTube-Videos, die euch irgendwelche Coins und Tokens verkaufen, die euch reich machen sollen. Ja, das ist mehr oder weniger dann Zufall. Auch wenn das hier die Zukunft ist, wenn die Blockchain, Kryptowährungen, Tokens und so weiter die Zukunft sind, dann stehen wir natürlich momentan vielleicht auf einem Scheidepunkt, wenn wir so wollen, wo wir den ganzen Hype hier sehen, die ganzen Chancen, die sich daraus ergeben, die Innovationen, die daraus entstehen, die vielen Startups, die Evolution und die Revolution, die hier vonstatten geht. Und demgegenüber stehen natürlich die Regulatoren, die Banken, die Zentralbanken, die das natürlich nicht wollen, dass das überhand nimmt und sie quasi dann mehr oder weniger überflüssig machen wird. Wobei eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die überflüssig werden. Die müssen sich einfach neu orientieren, neu organisieren. Und da haben wir natürlich die Medien, die von beiden Seiten dazu benutzt wird, um das Ganze hier entweder zu hypen oder eben schlecht zu reden. Und ich denke, wir sind jetzt im Moment 2018, glaube ich, in einer Phase, wo einige Regierungen versuchen werden, das Ganze zu unterbinden. China hat das schon im 2017 gemacht. Dann gibt es aber auch sicher einige, die das dann versuchen zu legalisieren. Das ist eine ganz klassische Übergangsphase eigentlich. Es gibt ja diese Phase, wo es heißt, zuerst wird man ignoriert, dann wird man belächelt, dann wird man bekämpft. Und ich denke, in dieser Phase sind wir jetzt und schlussendlich wird man gewinnen. Also das heißt, dann setzt sich das Ganze durch. Aber diese Phase hat nichts mit dem Kryptomarkt zu tun. Das ist, jede neue Technologie hat das durchgemacht, diese Zyklen. Jede Technologie. Das fängt beim Licht, beim Strom an, über das Telefon, über das Automobil, über die quasi Automatisierung, also die Industrialisierung mit Fließbändern und so weiter, über das Internet und jetzt eben hier die Kryptowährung. Eigentlich jede Wirtschaftsrevolution hat diese Phasen durchgemacht. Das ist hier auch nicht anders. Hier muss man sich einfach bewusst sein, es wird weiter raufgehen, aber wir wissen natürlich nicht, ob es zuerst noch richtig runtergeht, weil jetzt eben diese ganzen Regulatoren und so weiter kommen, die einfach dieser Wild-West-Stimmung, wie sie nun mal im Moment auch herrscht, einen Riegel vorschieben wollen. Welche Motive dahinter auch immer sind, ich bin auch überzeugt, es gibt mehrere Motive. Es gibt Motive, die das Ganze einfach komplett verbieten wollen, weil sie dann ihre Macht schwinden sehen. Davon bin ich auch überzeugt. Es gibt sicher aber auch relativ mäßige Regulatoren, die auch die Chance sehen und die halt sehen, wenn sie das Ganze hier unterbinden, dann werden sie die Entwicklung in eigenem Land und den Fortschritt eigentlich behindern. Und das will man dann eigentlich ja auch nicht.
Wir wissen nicht, wie es herauskommen wird. Ich denke nur, man muss sich hier einfach bewusst sein, wo man sich hier befindet, dass es hier nicht einfach nur bergauf geht und dass man hier einfach nur reich werden kann, sondern dass hier nicht nur eine Riesenchance ist, sondern dass es hier eben auch Gefahren gibt. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Dann hoffe ich, dieses Video war informativ für euch. Ich freue mich, dass ihr das Video euch angeschaut habt. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare rein, wenn ihr Kritik habt. Vielleicht habt ihr auch einen Wunsch für ein neues Video, ein nächstes Video. Dann wünsche ich euch, macht es gut, bis dann und tschüss.